Es gibt einen König, um den sich Mythen und Verschwörungstheorien ranken. Ein König, dessen Königreich unantastbar gewesen ist, gesegnet mit Fähigkeiten, die keinem anderen gegeben wurden. Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm schon sehr früh Weisheit und Feingefühl dabei, die Probleme der Menschen zu lösen. Und im Erwachsenenalter sollte ihm das mächtigste Heer mit starken Soldaten zu Diensten stehen. Es war der Sohn eines Propheten, den Allah subhanahu wa ta'ala gleichzeitig zum König macht. Dadurch erhielt er die Möglichkeit, bereits als Kind einen Einblick in die Landesführung und Urteilssprechung zu bekommen. Seine ausgezeichneten Führungsqualitäten kamen schon früh ans Tageslicht. Seine Soldaten begrenzten sich nicht auf Menschen mit Waffen. Ihm wurden sogar die Dschinn dienstbar gemacht. Dieser einzigartige König bat Allah darum, über ein Königreich zu herrschen, wie es die Welt niemals vor ihm und niemals nach ihm jemals wieder erblicken sollte. Mein Herr, vergib mir und schenke mir eine Königherrschaft, die niemandem nach mir geziemt. Dieser beispiellose König war Sulaiman a.s., der Sohn Dawuds a.s. Als Sulaiman a.s. noch ein Kind und sein Vater a.s. König war, verlangten zwei Parteien ein Urteil von Dawud a.s. über etwas, das zwischen ihnen vorgefallen war. Eines Nachts passte ein Hirte nicht auf seine Herde auf, weshalb diese den Garten eines Mannes zerstörten. Sie zertrampelten seine Pflanzen und aßen von den Früchten. Der Mann bat Dawud a.s. darum, zwischen ihnen zu richten, damit ihm Gerechtigkeit zuteil wird. Dawud a.s. entschied, dass die Schafe des Hirten dem Mann gegeben werden sollten, doch Sulaiman a.s. hatte ein anderes Urteil und sein Vater erlaubte ihm zu sprechen. So urteilte Sulaiman, dass der Mann die Schafe und der Hirte den Garten so lange tauschen, bis der Garten wieder wie vorher ist. Der Mann sollte so lange Profit durch die Schafe machen, bis der Hirte den Garten wieder in seinem ursprünglichen Zustand zurückversetzt hat. Auf diese Weise verdient der Mann weiterhin seinen Lebensunterhalt und der Hirte tut sein Bestes dabei, den Garten instand zu setzen. Denn er verdient selbst an dem Garten und bekommt seine Schafe wieder, wenn seine Arbeit erledigt ist. Mit derselben Weisheit, mit der Sulaiman a.s. dieses Urteil fällte, führte er auch sein Königreich. Man mag denken, dass er sein Königreich von seinem Vater geerbt bekam. Doch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam lehrte uns über die Propheten. Wir werden nicht beerbt und unser Nachlass ist Almosen. Das einzige Erbe, das Sulaiman a.s. von Dawud a.s. antrat, war das Prophetentum. Doch sein Königreich, sein Vermögen und seine Streitkräfte waren ein Geschenk Allahs an seinen dankbaren Diener. Sulaiman a.s. entwickelte sich zu einem großartigen, starken und weisen König. Eines Tages versammelte er a.s. all seine Soldaten. Und versammelt wurden für Sulaiman seine Heerscharen unter den Dschinn, Menschen und Vögeln. Und so wurden sie in Reihen geordnet. Stellt euch dieses Szenario vor. Ein mächtiger König, der seine Armee begutachtet. Die Armee eines Königreichs, das diese Welt nie wieder sehen sollte. Geordnet in Reihen, mächtig ausgerüstet und aus unterschiedlichen Geschöpfen bestehend. Welchem Führer dieser Welt würde auffallen, wenn einige seiner Soldaten fehlen würden? Niemandem. Doch Sulaiman a.s. war ein besonderer Führer und eine besondere Persönlichkeit.